Herzlich willkommen zurück bei Resident Evil Revelations 2. Wir sind noch unterwegs mit Barry und Natalia. In dem guten... in der guten Kanalisation auf der netten Insel, die von der Aufseherin beaufsichtigt wurde. Weil es ja die Aufseherin, die tut sowas beaufsichtigen. Wir setzen jetzt direkt fort, hier so und so weiter, bla bla bla, nicht weiter quatschen, weiter geht's. Mit dem Tagebuch. Tagebuch des alten Mannes. Ich muss meine Sprachkenntnisse verbessern, also schreibe ich in dieses Tagebuch in Fremdsprache, jeden Tag ich schreibe, aber mir fehlen die Worte. Jetzt habe ich guten Grund. Heute mein erstes Kind ist in die Welt gekommen. Ihre Mutter hat ihr den Namen Irina gegeben. Das ist Name von meiner Großmutter. Ich war dagegen, aber kann nicht gewinnen gegen die köpfige Frau. Sie hat Augen und Nase vom Vater, aber Mund von Mutter. Wir werden gesundes, starkes Mädchen aus ihr machen. Dieses Jahr Insel wieder gut drauf. Minengeschäft läuft gut. Mein Leben läuft jetzt auch recht gut. Ich will Irina selbst dasselbe Gefühl geben, wenn sie ist älter. Das ist jetzt meine Verantwortung als Vater. Irina ist schon 6. Wie Zeit fliegt. Sie mag es, nachzumachen, ihre Mutter. Ihre Mutter hasst das. Wohl, weil Nachahmung ist perfekt. Kleine Groschka ist sehr schlau. Mag Mathematik. Ihre Großmutter mochte auch Mathematik. Irinas Lächeln gut gegen meine Sorgen. Mine ist jetzt gefährlich und macht kein Geld mehr. Inselzustand mehr schlecht und mehr schlecht. Ich verliere vielleicht Arbeit, aber keine Zeit zur Sorge. Insel ist Heimat. Ich möchte sie in gutem Zustand an kleine Groschka übergeben. Das ist jetzt meine Verantwortung als Vater. Im Jahr 2000. Irina jetzt 12. Schon rebellisch. Mehr wie ihre Mutter jeden Tag. Ich verstehe nicht die Frauen. Nun bin ich peinlich für sie, bis sie braucht Geld oder Gefallen. Apropos Frauen, eine Frau kam zu unserer Insel. Sie verspricht, Industrie zu revitalisieren. Ich habe jetzt Arbeit, neue Anlage in Mine zu bauen. Ich dachte, Mine erledigt. Aber sie hat noch Verwendung dafür. Sie ist geliebt von jedem. Sie nennen sie unsere Retterin, unsere Wohltäterin. Meine Mutter hat immer gesagt, vertraue nicht Menschen mit Geld, armer Arbeiter verlässlicher als reicher Kapitalist. Guter Ratschlag, aber reiche Frau hilft uns. 2008. Es ist Irinas 20. Geburtstag. Ich sollte feiern, aber ich mache Sorgen. Nächste Woche, sie geht arbeitende Mine. Ich war dagegen, aber Groschka hört nicht. Hört nicht seit Jahren. Warum sollte jetzt anfangen? Irina so dickköpfig, genau wie ihr Vater. So sagte sie immer. Hatte wohl recht. Ist jetzt schon ein Jahr, seit du fortgegangen bist, meine Liebste. Ich traue nicht Leuten in Anlage. Etwas falsch an ihnen. Aber andere denken, ich nur dickköpfig, alter Mann. Vielleicht jetzt auch Irina, aber ich weiß, ich habe recht. Ich hoffe, auch Irina merkt es bald. 2009. Ich habe Irina nicht gesehen, schon ein Jahr lang. Etwas Schlimmes passiert mit unserer Heimat. Unserer Heimat. Menschen werden krank. Mehr kann ich nicht erklären. Es alles liegt an der Frau. Sie hat Geruch von Böses. Das sollte Irinas Heimat sein. Aber jetzt zu spät. Ich verlasse diese Stadt. Alles. Aber Insel ist meine Heimat. Ich werde nicht verlassen. Kein anderer Platz für mich. Also gehe ich Kanalisation. Da bleibe ich. Wird schlimmer werden. Ich weiß es. Irina, pass auf dich auf. Ich finde dich. Ich verspreche. Groschka, du bist alles, was dein Vater noch hat. Nicht so angenehm zu lesen. Mehr Feuerrate nicht geht. Dann brauchen wir nicht machen Größten. Das ist auch Blödsinn. Machen wir es einfach mit in die Pistole. Kloppen wir da alles rein, was wir finden. Und schnappen uns den Schlüssel. Um aus dieser Kanalisation zu kommen. Machen wir, dass wir rauskommen. Bleib in der Nähe, okay? Mach ich. Aufschließen. Öffnen. Da Tor. Gucke da Tor.
Ups. Runter ist nicht gut. Ich dachte, wir wollten aus der Kanalisation raus. Boah, sind hier noch viele Gegner. Da vorne ist etwas. Sei vorsichtig. Karte von mehr Kanalisation. Da müssen wir mit Klettern durch. Da vorne ist etwas. Sei vorsichtig. Böse Zombies. Eine Sackgasse. Sieht aus, als kann man die Schleuse von da oben öffnen. Nick Sackgasse, alter Mann, müssen gucken. Es ist nah, aber sieht uns nicht. Okay, der ist wohl tot. Klappen wir nochmal in einem anderen bisschen ein. Okay, reagier nicht. Oh, Pistolenmunition. Da passe ich dort durch. Ich schnuckere. Schnuckeliges kleines Kind. Natalia, kannst du die Schleuse von der Seite aus öffnen? Okay, einen Moment. Erst nicht machen, nehmen Karte. Abwasseraufbereitung. Das ist ja ein leichtes Rohr. Dreh das Ding ja mit Leichtigkeit. Sehr gut, Katalia. Weiter so. Nächste Schleuse. Zum Glück sind die Zombies alle sehr entspannt da unten. Gut. Kabumm. Gabumba, Gadabumba. Dreht, 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 dreht. Das ist ganz schön öde. Hat sich denn was bewegt? Nee. Das ist die Pflanze, die blinkt. Green Crowd. Nothing to do here anymore. Barry, schieß auf das Ding vor mir. Muss Barry erstmal hinlaufen. Hey! Voll auf die eingestochen! Und du zuckst immer noch. Bastard. Käfer. Barry, schieß auf ja, ja. Entspann dich mal. Danke! Klar, dass es dann explodiert. Natalia, die Schleuse! Mach ich! Das war ein heftiger Vorschlag.
Okay, bleibt er da liegen oder? Ja, besser ist. Vielleicht müssen wir da irgendwas reinlocken und dann abknallen. Wer weiß, was da unten noch Großes lauern wird. Ich habe wieder völlig die Übersicht verloren, wie lange die Folge schon läuft. Egal, wir machen einfach so nach Gefühl. Kriegen wir schon hin. Alle tot. Der nächste. Boots. Okay, nun. Okay, gehen wir erstmal mit ihr jetzt weiter. Schauen. Schauen, das Schaf. Oh, hier das Ding bumst. Das Ding bumst. Ernsthaft? Wieso explodiert das? Eine Flasche. Hilft uns kein Stück weiter. Rumzuckelt und wackelt und schwuggelt sein Booty Dose Kanalisation. Ja, la 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 la. Yeah. So, ein noch. Das sieht gut aus. Boah, mitten im Kreis. Seltenes Teil. Oh je. So, was erwartet uns hier vorne? Hier ist einfach mal nichts. Da vorne ist etwas. Sei vorsichtig. Alter, war der schnell. Und zum Glück konnten wir ihn von Natalia weglenken. Viel Blut aus dem Kopf spritzt, fletscht, was auch immer, ist er tot. So. Bin noch nicht ganz sicher, was das für einen Zweck hat, aber ich hoffe, es hat einen. Thank you.
Funkel, Funkel. Im Dunkeln, Dunkel. Auch mal wieder was. Okay. Gucken wir erstmal mit Barry weiter. Fuck. Barry, da drüben ist etwas. Okay, das ging ja diesmal einigermaßen, dieses Mistvieh von fliegende Superinsekten. Arschkeksmonster. Das ist immer noch der unnötigste Gegner, den es überhaupt gibt. Geben kann und jemals geben wird. Schön vorsichtig die zwei Stufen runtergehen. Rubin. Mach das da. Natalia, die Schleuse. Mach ich. Okay. Ich glaube, er steht nicht wieder auf. Ich glaube nicht, dass der NPC Barry hier mich unterstützen wird dabei. Ich hoffe, das ist die letzte Schleuse. Müsste eigentlich stehen. Natalia, versuch sie hier aufzubekommen. Mach ich! Hab ich doch schon offen. Schieben wir mal das gute Ding runter. Uff, Junge. Getötet ohne Wumme. Ah, cool, auch die Fliegen getötet. Oder? Ja, sieht gut aus. Natalia sieht auch nichts. Sehr gutes Zeichen. Mal runter. Mit den kleinen Händchen die Truhe da öffnen. Die Löcher werden auch immer kleiner. Nicht so cool, dass sie da jetzt. Da vorne ist etwas. Sei vorsichtig.
Finger weg. Gut, der bleibt auch liegen. Die verbluffen da unten fleißig. Yeah, mehr Punkte. Dreh am Rädel. Und wie ich hier an diesem Rädel drehe, werde ich mich jetzt auch aus dieser Episode von Resident Evil Revelations verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr, dass ihr dabei gewesen seid heute, am heutigen Tage. Und ich wünsche euch... Logo, ich bin Schleusenmeisterin. Wünsche euch einen wunderbaren Resttag und verdammt, da ist noch ein Unsichtbarer. Den erlegen wir in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderbaren Tag und haut rein. Ciao.